Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Wochenauftakt hier am 23. Februar beim JFD Devisenradar. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Wir wollen gleich in den Markt starten und hier uns speziell dem Looney anschauen, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, nämlich der sich hier durchaus interessant darstellt, denn wir haben hier zunächst wieder in der typischen Multi-Time-Frame geschaut, den Wochenchart rechts unten, oben rechts den Tageschart und links den Stundenchart. Wir wollen uns eben jetzt hier mal betrachten, was es denn für Tendenzen geben kann, denn wir sehen, unlängst hat sich das Währungspaar ja seitwärts, abwärts bewegt. Wir sehen hier oben die jüngsten Strukturen und wollen wir doch erstmal hier auf das große Bild den Fokus richten. Da sehen wir nämlich hier, dass wir ja in der Big Picture Beschau sozusagen eine ja, Untertassenformation vorbildlicher Art und Weise vorfinden, die hier eben dann auch so eine Art Henkel auch ausbildete zu Beginn des Jahres 2014. Und ja, die jüngsten Zugewinne sind keine Überraschung. Der Devisenmarktbeobachter, der hier nah am Markt ist, weiß, was hier passiert ist. Eine starke Aufwertung ist hier vollzogen. Und das nächste Ziel, was sich hier auf Wochen- und auch auf Tagesbasis ableiten lässt, ist das Niveau um 1,3064. Warum dieses Niveau? Nun, weil das Hoch hier vom März 2009 ist. Man kann auch hier ableiten aus dem Jahr 2008. Eine kleine Widerstandszone ist ein Stück weit tiefer. Hier im Bereich 1,30, das wäre also hier definitiv eine markante Zone, um zu sagen, okay, hier im Bereich 1,30 dürften Gewinnmitnahmen angebracht sein, beziehungsweise sollte hier eine kleine Gegenbewegung nicht überraschen, sofern der Markt eben hier dieses Level erreicht. Und wann er dieses erreicht, das wollen wir uns jetzt mal im nächsten Timeframe anschauen. Wir sehen nämlich hier auf Tagesbasis grundsätzlich natürlich die starke Aufwertungstendenz, hier im Februar dann auch unlängst diese starken Bewegungen, was sage ich, Februar, Januar, diese starken Bewegungsmoves, hier jetzt seit Februar dann mehr oder weniger seitwärts unterwegs, aber hier durchaus in der Gestalt, dass wir einen schönen Supportbereich ausgebildet haben, knapp um 1,24. Das ist ja eine Zone, die immer wieder für Nachfrage sorgte, das Währungspaar immer wieder nach oben hiefte sozusagen und wir haben jetzt hier auch nach dem letzten oder vom letzten Verlaufshoch ausgehend hier einen kurzfristigen Abwärtstrend, der sich hier unter Umständen in Kürze auflösen dürfte, also positiv auflösen dürfte, dahingehend, wenn der Preis hier schön rauszieht. Und dann kann man hier durchaus einen Widerstandsbereich knapp über 1,26 lokalisieren. Wenn wir hier rausgehen per Tagesschluss, dann ist das definitiv ein Fortsetzungssignal, was dieses vorsichtig anmutende fallende Dreieck, also wir sehen hier so eine Art fallendes Dreieckstruktur, diese Chartformation hat hier eine statistische Tendenz nach unten auszubrechen, also eine Preisbewegung nach unten zu befürworten. Das muss man jetzt hier nicht unterstellen, aber das Risiko ist durchaus gegeben, dass diese Formation sich nach unten auflöst, rein statistisch. Aber vor dem Hintergrund des Trendmomentums, des grundsätzlich aufwärts gerichteten Bewegungsimpulses, wäre konträr zu einer Auflösung nach unten, wenn es hier über einem, oder besser gesagt, wenn es zu einem Ausbruch über 1,26 kommt, dann sollte man hier tunlichst davon ausgehen, dass der Preis hier das letzte Verlaufshoch bei 1,2799, 1,28 eben rausnimmt, um dann hier die 1,3064 anzusteuern. Das sieht ganz gut aus und jetzt wollen wir uns das Ganze eben nochmal im Stundenchart betrachten. Sozusagen reingezoomt in die Preisbewegung, da stellen wir eben fest, dass wir natürlich auch hier diese Struktur eines Abwärtstrends haben. Man kann jetzt hier einerseits diese Trendlinie an die Hochpunkte anlegen, da wird auch genau deutlich, dass schräge Trendlinien durchaus eine gewisse Schwäche haben. Oder man nimmt hier immer nur die lokalen Kerzenkörper, um hier sozusagen Level zu finden, diese Trendlinie anzulegen, wie man es dreht und wendet. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben hier eine Tendenz, die sich hier knapp um 1,24 mit einer Bodenbildung kennzeichnet. Und hier nach oben haben wir die Widerstände schräger Natur, natürlich in Form der Trendlinien, aber und Schrägstrich insbesondere auch hier der Bereich um 1,26, wenn wir hier von dieser Trendlinie mal ausgehen, die sich hier an den Hochpunkten dieser Candlestick-Kerzen orientiert, dann hätten wir eben hier durchaus die Möglichkeit, einen Ausbruch nach oben zu sehen, wenn es hier über 1,26 rausgeht. Und die Day Range heute, 38 Pip, hat das Währungspaar bislang zurückgelegt. Wir sind hier nah am Tageshoch, sieht ganz gut aus derzeit. Im Schnitt bewegen wir oder bewegt sich das Paar um die 100 Pips, also hier dürfte heute durchaus noch ein Momentumschub kommen. Und wenn der eben über 1,26 rauszieht, dann stehen die Zeichen gut, dass der Preis hier weiter nach oben anziehen darf. Wie gesagt, hier im Stundenchart sehr, sehr interessant. Auch hier nochmal diese
Unterstützungszone um 1,24 nochmal schön hervorheben. Das ist ein signifikanter Bereich. Sie sehen immer wieder, wie der Preis hier aufgefangen wurde. Und wenn es eben jetzt dazu führt, dass der Preis seine jüngste eingeschlagene positive Tendenz weiter fortsetzen kann und eben den Ausbruch nach oben vollzieht, dann sieht das ganz gut aus, dass wir hier eine weitere Aufwärtsbewegung haben. Einziges der Wermutstropfen ist für eine positive Performance am heutigen Tag zum einen diese Wochentagsstatistik, die schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir hier nämlich grundsätzlich am Freitag einen sehr, sehr bullischen Tag. Also wer das Währungspaar Long handeln will, hat hier statistisch gesehen am Freitag eine hervorragende Chance. Unter der Woche ansonsten RC bis Mau. Wir sehen hier Montag sogar 46%, Mittwoch 45%. Das deutet eher auf eine schwächere Tendenz hin während der letzten 52 Handelswochen an diesen Tagen jeweils. Aber Freitag hier ganz, ganz klar der durchweg bullische Tag. Vergessen Sie nicht, US-Dollar, kanadischer Dollar hat auch immer wieder einen starken Einfluss auf der News-Seite. Also insbesondere wenn News kommen, hat das Währungspaar hier schönes Momentum in Richtung von 50, 100 Pips, die hier immer wieder mal auftauchen können. Heute haben wir keine News dahingehend zu erwarten. Warten wir mal, was die weitere Woche bringt. Letztlich, die Wochentagsstatistik weist hier ein Stück weit eine negative Tendenz auf und auch die Saisonalität. Die bringen wir jetzt gleich mal als nächstes. Sie sehen hier mit Blick auf die nächsten 20 Handelstage führt der Weg eher nach unten als nach oben. Aber hier dominiert ganz klar, und das muss man unabhängig der statistischen Relevanzen in Sachen Saisonalität und Wochentagsstärke unterstreichen, der Preis hat hier die klare Dominanz. Und wenn es hier zum Ausbruch über 1,26 kommt, dann hat man hier technisch gesehen ein schönes Kaufsignal, was eher ein Aufwärtsmomentum nach oben, also eine Fortsetzung der generellen Aufwärtstendenz zulässt, als eben eine Umkehr. So schön die Statistiken auch sein mögen für die Bären, diese wären erst interessant, wenn wir hier diesen Support im 1,24 eben aufgeben, hier 1,24, wenn wir da per Daily Close runtergehen, beziehungsweise insbesondere unter die Kerze hier vom 3. Februar, das wären hier Niveaus bei 1,23, 1,50. Wenn es dazu kommen sollte, dann hätte man sicherlich hier einen Vorteil auf der Südseite, dann eben auch im Sinne der Saisonalität, aber so weit ist es nicht. Aktuell ist hier eher ein Anstieg, ein weiterer Anstieg noch zu präferieren. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch gewesen für den heutigen Radar mit dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sehr, sehr schön aussieht, übrigens auch in der Rainbow-Struktur. Hier schon diverse Kaufsignale generierte. Also ein sehr, sehr schönes Paar. Einfach mal im Auge behalten, was da hier noch passiert. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, seien Sie doch morgen wieder dabei, beziehungsweise nachher beim JFT Live Trading TV, was wir sicherlich heute noch mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal fahren werden. In diesem Zusammenhang noch einen schönen Tag und auf bald. Bis dann.